Ahoi Leute und willkommen zurück zum MMM-Projekt mit dem werten Fischi, mir und Jörg. Hallo Jörg, hallo Freunde. Und irgendwo ein Schild oder haben wir die alle aufgebraucht? Ich hab keins dabei. Aufgebraucht. Jörg schreit hallo. Da ist meine Axt. So. Scheiße, Alter, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4 Treppen. Noch 4 Ziegeltreppen. Hast du noch ein paar Ziegel dabei? Oder hat irgendwer von euch noch Ziegel dabei? Ich habe hier eine Kiste gemacht, die heißt Ressourcen. Die packen wir dann sowas wie Edelsteine und Kohle Ja. oder wenn wir was über haben. Nur so. Ich vertraue den anderen nicht. Ich würde die Sachen lieber verstecken. Wenn wir dann von allem einen Überfluss haben, können wir das machen. Freddy? Na? Wo bist du? Im Lager, wieso? Warte. Was willst du machen? Nichts. Bist du angezogen? Freddy? Dreh dich mal zu mich mir. Nicht zu dir um. Ich sortiere gerade mein Inventar, mach ich gleich. Du kriegst jetzt mal eine Eier in die Fresse. Eins, zwei. Das macht übrigens Schaden. Ich weiß. Toll, jetzt haben wir auch noch ein Babyhuhn hier drin. Irgendwann ist da drin unsere Farm und draußen ist einfach gar nichts mehr. Was muss hier gar nicht hier ein Dingsliste machen? Gut, dass ich das nicht lustig finde, also. Alter! Ich hasse Boot! Und stopp! Ich baue das ab, wenn ich irgendwo einen Zorn abgebaut habe. Ich hasse übrigens Boote. Ja, wo ich den hinsetzen sollte, den anderen. So, das wächst schon mal fleißig. Was machst du überhaupt? Ich grab gerade ein bisschen Lehm ab, damit ich die letzten Ziegel machen kann. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt zum 10. Mal. Seit dieser Aufnahme. Oh, hier ist ein Zombie. Ja, hier falls ist ein welcher Verbesserungsvorschläge für unsere Stadt hat, das ist uns eigentlich egal. Man kann es ja mal in die Kommentare schreiben, was eh keiner macht, außer Jörg. Wie sollte man Jörg mal TQLP'en? Ja. Wenn wir dann unseres durch haben und dann noch Lust drauf haben. Wir müssen dieses Wochenende aufnehmen, oder? Nein, müssen wir nicht. Also, sollten wir vielleicht machen. Wir müssen. Nein, bis ach nee, stimmt, Woche wir haben ja noch. Fertig. Wir müssen ich hasse aufnehmen. Boote, Alter, die sind so unsteuerbar. Dann versuch mal ein Pferd ohne Sattel zu reiten. Man kann kein ein Pferd ohne Sattel nicht reiten. Ja, ich weiß. Kannst du mal irgendeine Frau fragen, wie viel das ein Mann ist? Nein, okay. Entschuldigung. Ich wette, wenn die anderen Leute sich vielleicht unseren Erstpaar angucken, denken die, was sind das für Hurensöhne? Nein, das Huhn ist raus! Wo? Ja, ist im Lager. Hallo Babyhuhn! Ja, was machst du denn hinter dem Lager? Guck dir mal die Blume an, ist sie nicht hübsch? Hat man's gehört? Beantwortet das deine Frage? Du kriegst meine Hohen in den Kopf. Freddy, ich hab ne Silberspitzhacke. Okay. Scheiße, ihr habt schon wieder nach Jörg, du kannst langsam wieder hochkommen. Genug gearbeitet für heute. Ihr habt alle schon was aus euren Diamanten gemacht, ey. Hä? Ihr habt alle schon was aus euren Diamanten gemacht. Was hast du denn gemacht? Pisse? Ich hab die noch. Ach nee, Jörg hat sie eingesammelt. Ja, ist doch besser so. Aber er hat die wahrscheinlich in die Kiste geschmissen. Ich guck mal kurz in die Kiste, was da drin ist alles. Ich mag unser Haus jetzt schon ziemlich gerne. In unserer Geheimkiste oder in der normalen? Weiß ich nicht, ich glaube in der normalen. Ja, in der normalen, da ist mein ganzer Stuff drin. Oh, hier sind noch Bricks, was? Hätte die Geheimkiste? Ja, ich hab's ihm schon gezeigt. Okay. In der Aufnahme. Freddy? Ja? Ich hab was für dich. Was denn? Ich war fleißig und hab trainiert. Ich hab jetzt 4 Eier! Scheiße, ich hab dich keinen mal getroffen. Mist. Aber es ist kein Babyhuhn hinter mir, oder? Frag mich nicht. Noch Jörg ist drin. Ach, da ist Jörg schon. Er
Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir die größten Suchtis auf dem Server sind, oder? Lass mich bitte. Naja, je nachdem, was die Game Chess da schon gebaut hat, Alter. Und wir gehen ja davon aus, dass das alles selbst gebaut ist. Ist das... Haben die, glaube ich, schon mehr aufgenommen als wir. Viel mehr. Ja, aber wir sind öfter auf dem Server. Wir haben später angefangen einfach. Was ein unser, Tag. Was schon unser Nachteil war. Zwei Tage sogar, ne? Ja. Stimmt. Wir haben Freitag... Nee, Donnerstag... Moment mal. Nee, wir einen Tag. Zwei Tage später... Nein, wir haben zwei Tage später. Einen Tag. Wir haben Donnerstag hochgeladen. Aufgenommen. Ja? Ab Mittwoch durfte man. Heute ist Freitag, Freddy. Ich habe Emeralds. Kann man damit etwas anfangen? Ja, man kann die an Händler verkaufen. Keine also Händler, die Händler kaufen die. NPC-Dörfer. Ach ja, scheiße, es gibt hier keine NPC-Dörfer. Aber mit Emeralds kann man noch irgendwas Wichtiges machen, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Aber pack sie einfach in die Ressourcenkiste. Genau, und wenn nicht, sehen sie einfach geil aus. Dann bauen wir uns damit Emerald-Blöcke und die sind was wert. Dann bilden wir uns voll was drauf ein. Wir können unseren Beacon machen. Also Sendemaster, wie der heißt. Ja, ich verstehe den Beacon übrigens nicht. Der bringt, das muss halt eine Pyramide bauen und halt in, wenn du in dem Radio bist, hast du halt die Boni, die er bringt. Was? So ein Beacon bringt dir einfach nur Boni. Sowas wie Stärke 2 oder so. Das ist geil. Aber dann halt nur in dem Radius, wo er erscheint, wenn er halt, also wo er leuchtet. Also das heißt, wenn du in deiner Stadt zum Beispiel dann irgendwie so einen Kampf machen willst, dann sind die Teile ganz geil, aber sonst sind die komplett nutzlos. Naja, glaub, sonst dann haben aber auch die anderen Leute in der Stadt, die. Glaub schon. Wer schießt da gerade? Ach du. Nee, schießt du nicht. Hä? Irgendwer von euch hatte gerade einen Angel in der Hand oder was? Oh Jörg, geh weg mit deinem Diamantschwert! Ich glaube, hätte ich gerade mit dem Bogen beschossen. Er hat mich aber nicht getroffen. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich ja selber keine Ahnung. Also ich will nicht sagen, aber es sieht eigentlich voll scheiße aus. Das passt farblich nicht zusammen. Psst. Ich komme nicht mal mehr hoch. Oh, der Server hat gerade derbs geleckt, Alter. Ja, es wird auch wieder abgerissen. Sieht die Wand wenigstens ganz gut aus, aus Kobbel? Nee, ne? Geht. Wir bräuchten Kiefernholz. Da kannst du in die Tundra gehen, die ist ja nur eine komplette Map weiter weg. Die Schneemap, das Schneeding ist aber fast bei uns. Und da stehen ja, auch... Stimmt, da gibt's ja auch das gleiche Holz. Wir haben eigentlich den perfekten Ausgangspunkt. Ja, alles Wichtige in der Nähe und in die Wüste können wir auch ziemlich leicht kommen. Und wir sind in einem deutschen Eichenwald. Alter! Ich spring runter, krieg Schaden und werd wieder hochgeportet. Ich lass die Höhle unberührt, die können wir ja alle mal zusammenkunden. Ja, gute Idee. Erstmal mit Kirschi. Nein, Kirschi kommt nicht mit. Doch, Kirschi können wir reinschicken und dann gucken, ob da welche Monster oder so oder fallen sind. Kirschi, geh davor mal. Wieso? Kirschi died an irgendwas. Okay, danke Kirschi. Fickt euch. Okay, ich gehe in diesem Part mal kurz ins Schneebiom. Ich hoffe, ich finde das noch. Ja, jede Menge Creeper. Kirschi, ja, geh mal um die Ecke. Boom! Kirschi, sind da noch mehr? Einfach so total assi. Ja, aber so wird es nicht verlaufen. Weil ich verstehe erstmal schon. Ich weiß, wir sollten eigentlich was machen, aber also was so Rohstoffe sammeln, aber Jörg sammelt die Rohstoffe und wir machen eigentlich andere Sachen. Wir kümmern uns gerade eigentlich um Deko. Ja, ganz ehrlich, wir haben Zeit. Chillig, millig. Wir sind jetzt schon, glaube ich, ziemlich gut equipped. Also wir haben Diamanten. Danke, Jörg. Hier ist der Dschungel. Hä, wo ist denn der Schneescheiß? Der Schneescheiß musst du, wenn du am Wasser bist, musst du also von uns aus gesehen zum Wasser, dann rechts und dann einfach geradeaus weiter. Ja, da bin ich, da ist der Dschungel. Ja, da kommt erst das Dschungel und dann kommt der Berg. Der Berg. Also du musst am Dschungel weitergehen, also bring Dschungel-Tablings mit, ja, kann ich machen. Ach nee, kann ich nicht. Wir haben ja keine Timbermod drin. Dann dauert mir ein Dschungelbaum zu fällen zu lange, sorry. Danke. Vielleicht im nächsten Part oder so. Ich meine, der Dschungel ist wirklich nicht weit entfernt. Da gibt's auch kleine, ja. Ah, fuck, leckt das gerade. Ich finde den weißen Berg nicht. Stehen? Ich finde echt den weißen Berg nicht.
Ich suche mir mal kurz eine. Du hast die Map nebenbei offen, Freddy? Nein, aber ich weiß, wo ich hin muss. Ah, ich hab den Berg doch. Okay. Nice. Ich bin jetzt auf dem Schneeberg. Ach, du hast ja absolut gar keine Dings, keine Chunks rendern lassen. Bin ich eigentlich weiter reingegangen? Ich bin auf 3 Chunks, glaube ich. Aber nur, weil ich es schön finde. Und hier sind keine. Sind das Fichten? Das sind Fichten. Ich habe natürlich keinen Platz. Was schmeiße ich weg? Ach, die 3 Diamanten. Scheiß drauf. Ein Weizen. Ich habe gerade ein Schild gesetzt und wurde von der Strömung weggespült. Und jetzt das ist, das ist auch da Oak. AAA geschrieben. Ich finde echt keinen. Dunkles Holz. Ich gehe bestimmt nicht in die Tundra. Na gut, wir werden bestimmt einen Besucherpart machen. Du hast einen Eimer, ne? Stadt anlaufen. Ich habe einen selbstgebauten Eimer. Okay. Ich habe 2 Eimer. Du hast wahrscheinlich meinen noch mit aufgesammelt, ja, ne? Mach schnell einen neuen. Ich laufe schon zurück. Ja, trotzdem. Ich will ihn jetzt haben. Dann mache ich das nämlich erstmal mit Oakwood und dann später halt mit. Feuerzeug dürfen wir nicht benutzen, leider. Was? Feuerzeug dürfen wir leider nicht benutzen. Wo? Gegen andere Städte. Ach so, ja. Ja, das wäre aber auch, glaube ich, ein bisschen OP. So, ja, zünd halt irgendwas an und lass brennen. Außer wenn wir eine TNT-Kanone bauen, hätte ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht mal, wie die funktioniert. Mit Wasser und TNT, ne? Ja, mit Wasser, ganz viel TNT und. Und dann, Obsidian. Nee, ja doch, macht man auch. Und dann mit der Sprengwirkung des TNT schickt man dann an TNT weg. Ja. Echt voll die geile Idee. Eigentlich ziemlich nice. Okay, ich bin wieder da, hallo Freunde. Wir brauchen einen Kamin. In einem Bauernhaus. Ich will einfach nur, dass es gut aussieht. Alles andere ist mir egal. Kannst du mir die Schere bringen? Nee, habe ich nicht. Hinlaufen. Wir haben einen im Lager unter Werkzeuge. Wir haben Werkzeuge? Die Werkzeugkiste ist eine der späteren. Okay, die ist nicht neu. Sorry, dass ich lebe. Ja, wie lange ist der Timer? Schwarzer Bildschirm. Ich denke, wir haben noch so 5 bis 10 Minuten. Wie noch? Ich habe in diesem Part noch nichts geschafft. Ich habe schon einiges geschafft. Kann ich sprinten, weil ich fast verhungere, stimmt. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich mir vorstelle. Den Block erst hinsetzen. Wie ist er kaputt? Gut aus. Dass nie jemand auf diesen Dachboden gehen wird. Auf welchen Dachboden? Den wir überhaupt nicht haben. Ach, wir haben keinen Dachboden? Nein, wir haben wirklich keinen Dachboden. Ich habe einfach nur zugemacht. Ich dachte, du hast jetzt irgendwie so ein Geheimversteck gebaut. Klar, auf dem Dachboden. Wo man auch ohne Erde hinkommt. Ich muss mehr Schweine züchten, fällt mir auf. Hey, Susichen, Entschuldigung, Panda-Bärchen spielt jetzt Counter-Strike. Ist die schon alt genug dafür? Nein. Ja, schöner Lag wieder. Ich hasse das. Also das Schlimmste an den Lags ist manchmal, wenn man durch Türen geht. Ja, das ist echt ein bisschen nervig. So, ich packe jetzt nochmal schnell meine Taschen aus. Hast du schon wieder was Gutes gefunden, wie Diamanten oder so, Jörg? Rüstung, Werkzeuge. Wo hast du jetzt die Dingens hingemacht? Die was? Ressourcen da. Lapis. Redstone ist kein
Rohstoff, oder? Redstone können wir eine eigene Dings dann später noch machen. Okay, dann packe ich den erstmal. Dunkel, Leute. Dann packe ich den erstmal in die Baumaterialienkiste. Ne, da passt da nicht rein. In die Dropkiste passt auch nicht rein. What the fuck? In die Ressourcenkiste, weil da alles so schön bunt drin ist. So, zack, dann haben wir noch Pflanzen. Rosenbüsche, Lilypads. Habe ich noch ein Weed? Was? Erster Kürbis ist gewachsen. Easy. Kohle. Wo kommt Kohle rein? Auch bei Ressourcen, ne? Jo. Gut. Diamant behalte ich auf Tasche. Knochen. Slime. Das da. Wo soll ich die zwei Buckets hinpacken? Ich komme zu Werkzeuge. Da ist Werkzeuge. Wie weit bist du noch weg, weil ich will gleich noch schlafen gehen. Wer also, ich? In-game, nee, Jörg, weil du bist ja direkt in der Nähe. Ja, ich bin ja direkt beim Lager. Holz. Sorry, falsche Kiste. Holz. Bricks. Er ist unterwegs. Okay. Kann lesen. Cobblestone. Ressourcen, Iron, Sticks behalte ich 12 Taschen, fuck, zack, zack. Ich habe übrigens schon ein kleines Geheimversteck gebaut. Wo? In unserem Teich hinter dem, also den ich da hinten angelegt habe, hinter dem der Dings, wo wir Kakao anbauen und ja, Kürbisse. Bei den Hühnern in der Nähe habe ich diesen See und da habe ich also 2 Lianen vorgemacht, damit es so halbwegs noch aussieht. Wer von euch beiden hat da gerade jemanden getötet? Okay, das sieht man nie im Leben. Ich weiß, dass das nicht ernst gemeint ist. Man sieht es übertrieben. Nein. Ich glaube unsere Mitspieler nicht. Und außerdem, ich weiß gar nicht, gibt's Regeln, was man in der Stadt nicht machen darf? So, ja, außer, dass man nichts zerstören nicht darf? Keine Ahnung, wenn man irgendwas, ich glaube, klauen darf, man auch nicht. Muss man, ist im Krieg. Seid ihr alle schon da? Selbst dann wäre das ein Krieg Todesscheiße. Man sollte auch nicht in die Häuser von anderen reingehen dürfen. Ja, zum Besichtigen. Ja, erstmal komplette Eisenrüstung und wir sind hier ohne alles. Wir können uns schon lange eine Eisenrüstung bauen. Ja, aber wir machen es einfach nicht, weil wir ein Schaf haben. Genau. Das Schaf rettet uns. Ich hatte schon eine Diamantrüstung, ja, also komm, ich mal ernsthaft mal. Ja, schmilzt noch unten. Dein Ernst? Alter, da ist nochmal 16 Eisen drin, Moment. Oh, 46, 48 Backsteine. Nichts drin. Und ein Eisen. Dann schmeiß ich doch mal 4 Clay hinterher. Nein, das einen nicht. Alter, wie viel Melone ich einfach hab. Wir haben 2 Stacks schon fast voll. Ich glaube, hungern brauchen wir erstmal nicht. Achso, ihr macht euch einfach alle eine Rüstung. Ich habe keine komplette, ich will Lederklamotten als unteres haben. Warte, ich brate mir mal ein bisschen Leder. Leder kann man übrigens braten, falls du das noch nicht weißt. Kann man das machen? Aus Rottenflash. Ja? Ja, kann man Leder braten, ja. Ich hoffe auch einfach mal eine Eisenrüstung. Nein, kann man doch nicht, okay. Hä, aber das ging doch aus irgendwas. Aus Zombiehirn. So, danke an Jörg nochmal für meine schöne Eisenrüstung. Hast du gut gemacht. Ja, genau, danke Jörg. Danke. Ich glaube, ohne Jörg wären wir komplett aufgeschmissen. So ein bisschen. Ich meine, ich kann überhaupt nicht Minenarbeit machen. Du bist hier nicht bei Tekkit. Sorry, dass ich lebe. Bei Hero ging's auch. Aber diese behinderte Pflanze, die hat sich gerade zu. Die haben sich gerade zu einer gemacht. Also die haben. Ja, kenne ich.
Und der Part ist zu Ende. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn es euch gefällt, könnt ihr in die Kommentare schreiben oder so. Und abonniert den guten Fischi. Und ich werfe ihn jetzt einfach mit dem Ei. Ciao.